Okay, ich bin gespannt, was geht da ab? Got it, I was safe. I'll never forget. Facing the land. Turning red, face bullets where. Für mich einfach Moji Inscope auf Motorrad. No front. Ich mag den so gerne, ich finde ihn so sympathisch. Fuck on mics. Feel like a mess. Never forget. No. Nice. Dass er das hier immer noch durchzieht mit diesen Rage-Comics, Alter. Fehlt 21. Perfekt. Guten Morgen, Nacho. Katze heißt Nacho, Alter. Digga, ganz wild. Storytelling dein Vater. Was haben wir denn da? Das ist nicht erlaubt. Das möchte ich nicht sehen. Wir trinken einen anständigen Energy, meine Freunde. Ich sag da nicht mehr zu. In meiner Badewanne tun, meine Damen und Herren. Hier Mann, sehen wir Alter. 2019. Ich will's nicht sehen. Meine Freunde, und ich würde sagen... Da sind wir auch schon auf dem Motorrad. Es ist mal wieder ein wunderschöner Tag. Könnt ihr gerade nicht sehen, weil ich im Tunnel bin, aber vertraut mir, es ist ein... Boah, immer wenn ich so Motorrad-Vlogs sehe, bekomme ich Bock, einen Motorradführerschein zu machen, Alter, ne? Es ist schönes Wetter. Merkt ihr eigentlich, dass ich nicht ein Video habe, wo ich ganz normal wie normaler Standard-YouTuber anfange? Freunde, ihr sitzt jetzt bestimmt gerade vor eurem Handy oder vor eurem PC und... Wo wohnt der eigentlich, Emoji? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ort, wo kommt der her? Euch, Mogli, was hast du denn heute vor in deinem heutigen Video? Ich kann euch diese Frage direkt beantworten. Und zwar werden wir uns heute mit einer Person treffen, okay. Die ihr wahrscheinlich alle kennt, Freunde. Die ihr wahrscheinlich auch alle vermisst. Ich werde den Namen jetzt nicht sagen, ihr könnt ja schon mal raten. Warte mal, Digga, nicht, dass es schon wieder so eine Nummer wird, wo ich den Namen in den Titel schreibe. Sag jetzt im Video, ihr könnt... Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Freunde, es ist immer so, ich nehme die Videos auf, dann habe ich das Video geschnitten. CRISPR Sound auf jeden Fall, richtig nice bei ihm. Dann suche ich halt den Titel aus, also... Falls der Name jetzt im Titel steht, tut einfach so, als wüsstet ihr gar nicht, zu wem ich gerade fahre. Und wenn ihr die Person gleich seht, dann macht ihr einfach einen auf. Oh mein Gott, das hätte ich ja jetzt niemals erwartet. Was für eine Überraschung. Perfekt, Freunde, dann wäre das geklärt. Sache ist gebongt. Freunde, ihr wisst, Augenkontakt gerade. Tut überrascht, wenn ihr die Person gleich seht, okay? 250 auf dem Motorrad. Digga. 260 auf einem fucking Motorrad, Alter, zu wild. Das wäre mir viel zu gefährlich, Mann. Ich hatte so Angst, mich dahin zu legen. Okay, Freunde, ich drehe mich jetzt um. 3, 2, immer auch mit Jogginghose, 1. Ne? Oh mein Gott, das hätte ich ja jetzt niemals erwartet. Was für eine Überraschung. Yara. 2 Meter Abstand. Ganz wichtig. Was geht? Was wolltest du jetzt hier von mir? Warte mal, steht auf deinen Socken. Unangenehm. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wer kennt nicht, sich einfach mit einem Girl an der Tankstelle auf Datebasis treffen? Man liebt den Geruch von Benzin. Das ist nicht cringe, es ist nur cringe, wenn du es, also den Cringe zulässt. Mhm. Was ist dein Lieblingstier? Pinguine sind süß. Okay, also Freunde, ich bin ganz ehrlich. Ich wusste nicht, was für ein Video ich aufnehmen soll. Und dann dachte ich mir so, Community, Yara, ihr vermisst euch. Und ich mache es einfach möglich, so, weißt du, ich meine? Du kannst dich eigentlich so mit der Kamera, also durch die Kamera mit den Leuten unterhalten. Das ist super. Schon süß, oder? Wie es den Leuten geht, sehr nett. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Gut schaust du aus heute. Danke, ich ja. So willst du mich aufnehmen? Was soll ich machen? Okay. Weißt du, was ich gerade merke, so ein bisschen? Was ist denn das? Das ist ja sau unangenehm, weil der trifft sich mit einem Girl an der Tankstelle. Absoluter Simp. Ich merke gerade, es ist, also das Video, was ich gerade mache, ist komplett sinnlos. Mhm. Ja, ich weiß, ich kann ja wieder dein Motorrad fahren. Oh. Ja. Lass kurz FIFA Flug bis 3 machen, dann fahre ich wieder. Ja, perfekt. Was ist dein verstecktes Talent? Oh, Junge, Alter, was ist das für ein Video? Kennst du einen Witz? Junge, diese Wii-Musik im Hintergrund, Alter. Au! Au! Knochenmark! Au! Der läuft nicht mehr, der Junge.
Das ist jetzt schon wieder der Zeitpunkt, so, wo ich es einfach bereue, dass ich mich mit dir getroffen habe. Kennst du die Geschichte von dem Milchmann und Senf? Na, guck dir mein letztes Video an. Ich habe mich gefreut, dich mal wieder zu sehen. War wunderschön. Ach ja, willst du irgendwas sagen? Gut. Ich wünsche dir alles Gute, Yara. Was zum Fick hab ich... Hä? Was war das jetzt? Hä? ...hier gerade gemacht. Ich bin gerade eine halbe Stunde mit dem Motorrad gefahren, um dieses Gespräch gerade zu haben. Also Freunde, ihr merkt schon wieder, heutiges Video, ganz, ganz aggressive Qualität. Das ist Quality Content. Ja, aber ja, Freunde, ja, aber 10 Minuten 9, das ist wichtig. Ich habe noch einen Ass im Ärmel. Wir werden jetzt nämlich gleich etwas machen, was ich noch nie in einem Video gemacht habe. Lasst euch überraschen, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. Freunde, da sind wir auch schon. Und ihr seht, ich bin hier gerade auf einer wunderschönen Straße, wo wirklich keine Autos fahren, Bruder. Und ich werde jetzt was machen, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar werde ich jetzt gleich die Kamera von meinem Helm abnehmen, hier auf die Straße stellen und einfach mal eine Aufnahme von mir machen, wie ich vorbeibretter. Dass man quasi mal so ein, ich glaube in Fachkreisen nennt man das Ganze Flyby-Aufnahmen. Da wird auf jeden Fall drin gebumst. Ton, Sound, ach, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Also ich werde jetzt gleich die Kamera irgendwo auf dem Boden positionieren. Ja, dann seht ihr mich einfach mal in voller Action, Bruder, wie ich halt einfach hier lang schepper. Ist doch mal was anderes, ist doch mal innovativ, was Neues. Ja, ja. Das ist schon wieder Qualität, versteht ihr, Freunde? Ja, bin ich bei dir. Digga, was schaue ich mir hier gerade an, Alter, Leute? Ich get's ja nicht, ne? 879, nicht 789. 879, die konnten nicht zählen, die Jungs. Also, Junge, dieser Sound von dieser Maschine, Junge. Alter, klingt schon echt lecker. Solche Straßen sind doch einfach geil, sowas hast du auch nur in Bayern. Schon schön, schon. Dieses Video ist echt voller also ist geil. Klingt wie mein Ferrari auf GVMP. Quarantäne kickt, Leute, safe, auf safe. Big Mac Bunny, weg, komm. Der Defoli hat die GoPro einfach mitgenommen. Arschgeil. Sind das Brennnesseln? Nein. Nein, das sind keine Brennnesseln. Da gibt's nur einen Weg, um's herauszufinden. Ja, so, man könnte halt googeln, ob die so aussehen. Aber man kann die auch einfach reinfassen. Oh Gott! Das sind doch keine Brennnesseln, Bro. Okay, Freunde, ich würde sagen, das reicht jetzt einfach mit dem heutigen Video. Ich weiß wirklich nicht, was das für ein Video war. Ich hoffe, euch hat's trotzdem... Das ist halt das geile Motorradfahren. Fahr einfach mal irgendwo hin mit dem Auto, klar ist das geil so. Aber so an sich... ...trotzdem gefallen. Und ich werde jetzt nur für euch, ich tue es für euch, ich werde es nochmal Wheelie versuchen, zum Schluss. Mit einem Wheelie sich verabschieden, wird jetzt schmecken. Also, Freunde, wünscht mir Glück. Oh, jetzt bin ich gespannt. Drückt mir die Daumen. Also, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Oh Gott. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, Bruder, also der geht wirklich durch als Wheelie. Da kann man jetzt drüber spekulieren. Nee, da kann man nicht drüber spekulieren. Das war ein Wheelie. Also, Freunde, ich hab's hingekriegt. Perfekt. Zum Abschluss auch so einen halben Wheelie. Super. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Habt euch lieb, passt auf euch auf. Heide Ackermann und Peace. Gut, interessantes Video auf jeden Fall hier von Moji an der Stelle. Also, ich wollte Yara unbedingt nochmal wiedersehen. Ich hatte zwar absolut keine Ahnung, wer das ist, aber es ist trotzdem sehr interessant gewesen.